Ja, natürlich freut man sich darauf. Ich finde es sowieso total spannend, weil es extrem coole Länder sind, wo man einfach, ich würde fast behaupten, sonst nie hinkommt. Ich will das einfach genießen, da zu sein, dabei zu sein. Und ich weiß, dass wir die Qualität besitzen, da auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen zu können. Und von daher bin ich sehr gespannt, was das für eine schöne Reise wird. Ich fahre sowieso zu Turnieren, um Titel zu gewinnen. Vor allem, wenn ich weiß, was meine Mannschaft für eine Qualität besitzt. Und da müssen wir uns definitiv nicht verstecken. Und deswegen weiß ich, dass wir die Möglichkeit haben, da auch den Titel zu holen. Kann sein, ja. Vielleicht gibt's noch mal einen Push und sagt, oh, es hat jetzt so Spaß gemacht, ich spiele doch noch weiter. Ich weiß nicht, wie die Trainerin plant. Also völlig offen, das ganze Thema. Ich würde tatsächlich gerne den Champions League-Titel mal wieder in den Händen halten. Weil wir in den letzten 10 Jahren schon das ein oder andere Mal extrem oft nah dran waren und immer ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, dass wir endlich mal wieder an der Zeit dran sind, auch diesen Titel mal wieder in die Höhe zu strecken. Wir stehen in 2 Finalspielen, das ist das eine. Aber auch in der Liga sind wir jetzt nicht ganz so weit davon entfernt, leider nicht mehr in eigener Hand gegen die Bayern. Aber trotz alledem, ja, wollen wir da sein, falls in Richtung Bayern da doch noch irgendwie was passiert. Es sind die Titel. Es ist das Ziel oder die Ziele, diese Titel einfach noch zu holen. Und das macht die Müdigkeit dann in dem Sinne einfach auch ein bisschen weg.